Gabriel Abu Draham schloss sich in seiner Wohnung in Tel Aviv ein, machte Musik und erdachte sich die Bühnenfigur Charlie Megira. Charlie von Charlie Don't Surf, einem Satz aus dem Film Apokalypse Now, und Megira, der Mädchenname seiner Mutter. Dazu Anzug, Sonnenbrille und eine nach hinten gegelte Pompadour-Frisur. Fast, als sei er aus einem Jim Jarmusch-Film herausgesprungen. Der Autor des Albumbooklets zitiert Megira mit den Worten, dass er eine Vergangenheit wiederbeleben wollte, die es so nie gegeben hat. Wer ihn gut kannte, ist sein Ex-Band-Mitmusiker und Musikjournalist Boas Goldberg, der den Dokumentarfilm über Megira gedreht hat. Ich habe ihn am Telefon gefragt, was für ein Mensch Megira war. The Charlie Megira character was thinking about saving Gabi. His look was established as a spiritual move. It was all about making another appearance of the self. You know, we all have environmental pressures, but the idea of inventing this character, it was to be able to struggle to create and, if necessary, to revive a past that didn't happen in Israel, and to create a space in which he expresses himself exactly the way he chooses. Also Boas hat erzählt, dass die Figur Charlie Megira, die sich der Gabi Abu Draham geschaffen hat, eigentlich eine Figur war, die ihn gerettet hat. Das war eine Figur, die er sich ausgedacht hat, eine Art ja, Spiritual Move hat er es genannt, also ein spiritueller Trick, weil es gab so viel Druck auf ihn oder es gibt generell auf uns Menschen so viel Druck, dass man dann oft einen Trick anwenden muss, um mental zu überleben. Und das war sozusagen die Figur Charlie Megira, die sich Gabi erschaffen hat, um sich dann kreativ austoben zu können, um weitermachen zu können im Alltag. Boas hat 20 Jahre lang den Charlie Megira begleitet. Das Interessante ist, dass er eigentlich mit ihm am Anfang Musik gemacht hat. Warum hat er sich geändert und ist vom Mitmusiker zum Filmenden geworden? I had a terrifying self-criticism. So then I became all kinds of things around music. I DJed, I wrote about music and I started filming. I said I will do a profile of an amazing artist. And only when Charlie tragically died, that was the second starting point. And I said, okay, now the karma is really ready to make it happen. Boa sagt, dass er am Anfang mit ihm eben Musik gemacht hat und hat aber auch das Gefühl gehabt, er ist vielleicht gar nicht so gut, was Musikalität betrifft im Vergleich zu Charlie Megira, und hat dann lieber die Seiten gewechselt. Er hat sich dann als Musikjournalist entwickelt erst. War er Musiker, dann ist er DJ geworden, dann Musikjournalist und dann hat er ihn auch jahrelang begleitet, weil er gemerkt hat, da bildet sich ein ganz toller Musikkünstlercharakter in Charlie Megira heran, hat dann aber irgendwann mal, als er weggegangen ist, auch den Kontakt verloren und dann leider, als er 2016 gestorben ist, hat er gemerkt, jetzt ist das Karma reif, dieses Charlie Megira, jetzt muss er wieder die alten Aufnahmen hochholen und daraus einen Dokumentarfilm machen. From a cinematic point of view, and maybe it's the most important thing, that I think it's a real homage to Charlie Megira, and it's a Megira-esque piece of art itself, because the attitude of my film is fragmental. And I'll give you an example. In the film, you see there is a shot that you see his room, his small apartment, and you see a hole in the wall. And what Charlie did is that he painted this hole in the wall in gold color. That's in some way, that's what I have done in my film. I filled all the holes with a silver lining of my story. Boas erzählt, dass der Film natürlich auch sehr Megira-esk angelegt ist, also sehr fragmentarisch arbeitet. Es gibt eine schöne Szene im Film, in der Dokumentation, wo man sieht, da ist durch einen Beschuss in Israel sozusagen ein Loch vermutlich in seiner Wand gewesen. Und da hat er dann einfach einen Goldrahmen außenrum gemalt, um diesen Beschuss sozusagen als Kunstwerk zu umrahmen. Und genauso sieht Boas auch den Dokumentarfilm über Megira. Er hat ihn einfach begleitet und die Erzählung, also man hört ihn auch mal sprechen, was er erlebt hat mit Megira, das ist sozusagen sein Silver Lining, also sein Rahmen, den er ihm gibt. Und der Film ist durch und durch independent von der Attitude, von der Haltung, auch von der Finanzierung her und von den Bildern, weil es alles selber mit der eigenen Kamera gedreht ist. Und das ist ihm sehr, sehr wichtig, dass es auch sozusagen Megira in Film ist. Thank you, you too. See you.